Wir sind jetzt hier im Deckfeature mit Norman Wildus. Wildus auf Facebook. Norman Wilde, und er möchte uns sein Top 32 Deck vorstellen, und wir sind immer gespannt, wie weit er noch kommt. Er fängt jetzt an mit dem Main Deck, mit den Monstern. Ja, ich habe Froschmonarch gespielt, also das heißt drei Kaios. Dreh die mal so rum. Ja, Frogmonarch. Drei Razor. Da haben wir die Monarchen erstmal. Zwei Möbius. Warum den? Der ist zwei Tribut, und du kannst, der Effekt von ihm sagt, du kannst drei ZF schießen. Ja. Wenn du ein Wassermonster unter den Tributen Monster waren, dann können die nicht angechained werden. Okay, das ist natürlich im aktuellen Format ganz gut. Das heißt, du kannst die GGs wegschießen, ja. Gegen Infernity können sie die Barriere nicht aktivieren. Ja. Das heißt, du kannst eigentlich immer safe den bringen, nur gegen, ja, Artefakt, aber dann hast du die Backdoor geklärt. Ja. Und boah, das ist ja auch die Krähen und so weiter. Also das geht schon klar auf jeden Fall. Okay, gut. Wenn du die wegschießt. Das sind die Monarchen? Das ist auch Monarch gewesen. Ja, jetzt geht's weiter mit. Noch den LADD. LADD. Ich habe mit Piran Aski 1-1 dasselbe Deck gespielt. Das war eine Last-Minute-Entscheidung. Okay. Aber weil wir auf einer DM spielen, gegen die Meta-Decks ist er nicht so gut, weil wie viele Breakfast Skill spielen, aber auf einer DM weiß man nie, gegen was für Haufen man spielt. Deswegen haben wir noch LADD reingemacht. Und das waren die Tributmonster, also ein Stück in der Zahl. Dann drei Swapfrog, um den Baumfrosch reinzulegen. Genau, das sind die Frösche. Drei Stück sind wichtig, einfach um die Konstanz zu haben, dass du immer ein Tributmonster hast und damit du für die Ronikröte genug Material hast. Genau, und es rennen ja zurzeit viele Krähen rum. Genau, Krähen, Debunk, also von der High 3 sind schon wichtig. Zack. An Handtraps sind es drei Battlefader, ein Gorse, ein Schutz und zwei Max der Invailer. Invailer, das ist denke mal klar. Ja. Tragödia bringt nicht mehr so viel in dem Format. Maxe ist relativ tot gegen die meisten Decks. Ja. Aber man braucht das Monarch-Deck, um gegen so Ausraster-Decks wie Infernity in der Magie durch und ein bisschen was im Deck zu haben. Wailer ist ganz gut, weil Leo schwierig ist, drüber zu kommen, kann man Blackboss machen. Mhm. Und einfach so gegen eben Magie durch und Infernity kann man Monarch hinlegen und dann müssen die meistens Exceed machen und dann kann man immer noch Wailer das negieren. Ja. Also einer ist ganz okay. Mehr sollten es eigentlich nicht sein. Dann wahrscheinlich das, was das Deck nochmal ein bisschen angehoben hat in der Konstanz, sind die Hände. Oft hat man Monarch das Problem, dass man entweder nur Monarch zieht oder nur die ganzen Tributmaterialien, und die Hände gleichen halt beides aus. Wenn man nur Monarch hat, hat man noch Tributmaterial, und wenn man nur die Tributmaterialien hat, dann kann man ein bisschen stallen, bis man seine Tribute zieht. Ja. Der Enemy Controller, einfach in Kombo mit Baumforsch, hat man zwei Monster, kann man die zwei Tribute bringen. Ja. Drei Solex, wichtig gegen Giagia, dass du mit verdeckten Monster kriegen kannst. Ja, Armor, ne? Genau. Und auch gegen Infernity ist es, glaube ich, das einzige Deck, was nach dem Loop noch mitspielen kann, weil man eben alles rauslocken kann. Man kann die Barriere rauslocken mit dem Solex oder mit Enemy Controllern, und dann kann man das Monster safe durchbringen. Beispielsweise die Möbius oder Darkholen. Ja. Dann für die Konstanz drei Pötte. Die stören dich ja auch nicht. Genau. Ja, nur man kann die Baumforsch nicht specialen, aber es ist okay. Man hat ja die Hände und man braucht eigentlich eher. Ja, der kommt selten tot. Und eine auch der wichtigsten Karten ist Soul Charge, weil viele halt Vierer momentan spielen, dann bauen die Dweller und dann hat man relativ Probleme, seine Tributmaterialien zu bekommen. Ja. Und ja, durch Soul Charge kannst du halt einfach alles wiederholen und ein bisschen noch im Game bleiben. Kannst auch auf Rang 6 gehen, denke ich mal, ne? Genau, du kannst einfach auf Rang 6 gehen. Ich habe relativ wenig exceeded heute, einfach aus dem Grund, weil viele Hörner spielen und Traptic Strap holen, und die sind dann einfach tot gegen mich. Ja. Aber was man auch relativ gut machen kann, ist zum Beispiel mit Swapfrog, einfach Swapfrog zum Beispiel und irgendwas wiederholen, was man auf der Hand braucht, beispielsweise Maxe, dann kann man Maxe auf die Hand nehmen durch den Swapfrog-Effekt. Mhm. Das sind also ein paar kleine Tricks, die man das so machen kann mit dem Soul Charge. Ja, dann ein Pot of Dichotomy, den habe ich heute noch nicht einmal aktiviert, weil ich den immer rausboarde. Aber der ist einfach dafür drin, dass man eben die Hände wieder reinmischen kann und Monarchen, wenn wir halt eigentlich mehr Monarchen spielen wollten, weil man auch verliert, wenn man keine Monarchen hat. Dass man quasi wieder Monarchen-Materialien hat. Aber ich baue den meistens raus, weil mir der zu langsam ist. Ja, und Darkhole ist wichtig, weil du lässt den Gegner eigentlich beim Monarchen immer kommen. Du lässt ihn ausrasten und dann baut er sein Feld auf. Wenn du keinen Monarchen hast, gibst du ihm einfach Darkhole. Gut, das war das Main Deck. Genau, das Main Deck. Dann kommen wir jetzt zum Extra Deck. Genau, Extra Deck. Zwei Faulenz und eine Magierinnen. Die sind gut gegen Artefakt, bis auf den Murotech, aber ansonsten kommt eigentlich fast kein Deck so einfach dran vorbei. Wenn man die noch mit einem Max-C absichert, ist die eigentlich relativ sicher. Die kann einmal pro Zug nicht im Kampf zerstört werden und schützt sich selbst vor 10 Effekten. Gleiches gilt für Gachi.
Gachis, den habe ich doch schon öfter nochmal gebaut, weil der ist safe vor der Trap-Tip Strap-Hole. Mhm. Der Gusto Phoenix kann mit Razor targeten, dann kann er selber angreifen und ist einfach so, für, wenn man mal ausrasten muss im Monarch. Wow. Dann Herold, kannst du den Monster wieder zurück auf die Hand nehmen. Die legt man meistens über die Zweier drüber, meistens über den oder die, wenn die ihre Materialien verloren haben. Dann hast du ja schon die 6er Exceeds angesprochen, mit denen man die mit Monarchen basteln kann. Ein Siemer. Und ja, Excision Knight wegen der Hände. Also man kann oft halt die Backrow ein bisschen rauslocken und dann mit Excision Knight, das ist die wichtigste Karte auch gegen Magidolche, kann man einfach alles hin rauslocken. Und weil ich bei den Wähler spielen halt Formula für den Baumfrosch, Black Lotus für Monarchen und Stardust gegen Artifacts. Okay. Das ist noch ein Monster vom Gegner, weiß ich. Alles klar. Gut, dann noch zum Side-Deck. Das dritte Maxi gegen die Ausraster-Decks. Pack jetzt einfach alles drauf, damit der Platz. Creature Swap gegen Bujin. Needle Sealing gegen Ausraster-Decks, auch gegen Infernity. Vanity's Fiend bauen wir eigentlich nur gegen Bujin, um quasi diesen Spam zu verhindern und auch diese Honesty, die haben. Kreen, Infernity, Dragon, alles was so Spaß macht. 2 MST. Und größtenteils boarde ich aber 3 schlimme Desaster. Ja. Weil wenn der Gegner gut ist, ich habe das auf der DM vielmals erlebt, dass ich Desaster gesettet habe und MST kassiert habe, weil die Gegner irgendwie nicht verstanden haben, dass ich keine Traps spiele, weil ich den Frosch hole. Aber trotzdem, jedenfalls, man braucht 3, damit man die sicher hat und dann knechtet man die ganze Backrow, weil viele auch Debunks reinbauen und es ist einfach safe, dass man alles weghaut. Gleicher Grund wie Jinzo. Der ist gut. Auf Jinzo kann man auch draufschreiben, ich fress Darkpool. Wenn ich ihn ausgespielt habe, kam Darkpool drauf, aber der ist schon echt gut. Gerade gegen Gargia ist alles negiert hinten und du kannst einfach safe deine Aktion machen. Der ist auch gut, wenn du ihn mit Soul Charge wiederholst und deine ganze Aktion geschützt. Gegen Gargia und gegen Dragon kann man die Monster übernehmen. Ich überlege noch ein Cyber Valley im Side-Deck zu spielen, damit ich quasi mit dem Giganten was suchen kann und dafür mehr Viren. Aber und TT ist, wir haben ursprünglich überlegt, 2 Needlesing zu spielen, aber TT kann man auch, weil man mit einem Reich oft ins Timeout kommt, einfach ins Timeout boarden und dann sich so mit absichern. Ja. Gut, dann danke ich dir. Noch abschließende Worte. Du wirst heute gewinnen. Was ich gewinne, ja, ne? Du wirst heute gewinnen? Ja, klar. Alles klar. Gut, dann danke ich dir. Ja, danke. Und